Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ungewohnt im Dunkeln und aus dem Auto, aber es ging nicht anders. Wir haben echt lange gegessen heute. Ich möchte eine Sache zum Video sagen, die mir auf dem Herzen liegt. Also erstmal, wir sind beim Iraner mit einem guten Milo, aka Milionär. Der zeigt uns den angeblich besten Iraner Deutschlands. Ich sag euch so, wie es ist. Es war wirklich das meiste sehr, sehr krass. Es waren ein, zwei Sachen, die waren auch nicht so krass, das sage ich auch. Ich möchte euch nur noch mal unterstreichen, egal wer mir was zeigt, ich habe kein Problem zu sagen, dass es nicht schmeckt. Habe ich oft genug gezeigt und das mache ich dann auch. Es hat sehr viel geil geschmeckt und ich fange jetzt nicht an, im Video auf einmal auf Krampf zu sagen, es schmeckt was nicht gut, um dann glaubwürdig zu wirken, so dass es nicht heißt, so der redet dem nur nach dem Mund. Nee, wenn was geil schmeckt, schmeckt es geil. Wenn es nicht geil schmeckt, sage ich das auch. Ja, dann gibt es auch noch einen 250-Euro-Gutschein zu gewinnen. Unter Umständen, guckt euch das Video an und ein komplett Trainingsanzug. Viel Spaß im Video. Knallt mir die Kommentare full und gerne auch einen Daumen oben. Viel Spaß. Also, ich habe den guten Milo am Start. Milo, grüße dich. Hi, mein Lieber. Was geht? Fick auf deinen Businessplan. Schlaf war mir wichtiger. Vergifte ein Kontinent. Wie klein doch die Welt ist. Sturmgewehr im Sortiment. Pate, mach mich mächtig. Du zeigst uns heute der eine Aussage. Ich zeig dir heute das persische Essen. Beste Essen der Welt. Würdest du sagen, bester Iraner Deutschlands, würdest du die Aussage unterstreichen? Ja, hier ist der beste Iraner Deutschlands. Ja? Ja, also, der Kollege Milo hat gesagt, ihr seid der beste Iraner Deutschlands. Wenn er sagt. Würdest du das unterschreiben? Viermal. Erst auf Vorspeise, hast du schon im Kopf, was wir bestellen? Ja, Bruder, ich bestell dir was aus. Machst du Aubergine? Ja, so wie Baba Ganoush, sowas ähnliches, ne? Das Krasseste, nee? Lass dich überraschen. Ja, okay, machen wir. Alles klar, wir fahren richtig auf, wundert euch nicht, wir legen voll los. Wir haben noch andere Leute am Start, die essen auch noch mit. Ja, wir starten jetzt direkt. Günni ist auch am Start. Ich habe Belenji gegeben, kann schon Belenji bekommen. Wir haben gerade hier Platte, ist ja nach Vater, bis was. Wir haben hier erstmal den Kollegen Ayran. Oder wie heißt es nochmal, Milo? Das ist Duch. Duch. Was sagst du? Ich feier das. Das ist echt ganz anders. Ne? Das ist so, als wäre das fermentiert oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also sehr speziell. Ich bin nicht so der Duch-Fan. Ich bin auch nicht der Ayran-Fan. Doch Ayran finde ich sogar geiler. Also ist jetzt nichts, was kacke schmeckt, aber Ayran trinke ich zum Beispiel auch lieber. Das gibt's bei jedem Teller. Das gibt's bei jedem Teller bei Iranern. Ne? Dick Zwiebel, einfach dick Petersilie, Brot dazu. Und die Zwiebeln snackst du auch so? Ja. Ja, ne? Boah, das ist krass. Ui. Boah, das sieht, ist das mit Spinat gebacken. Guck mal hier. Das ist vegetarisch. Ich guck mal einmal noch mal selber drauf. Spinatfrikadelle, meine Freunde. Spinatfrikadelle. Boah, ich nehme jetzt erstmal den hier. Das lacht mich gerade am meisten an. Und? Sehr spinatig. Geil, aber. Ich hab das jahrelang nicht gegessen, aber komm. Merkst du, Spinat, Eis, aber richtig intensiv spinatig. Erstmal hier nochmal. Aubergine. Was ist das hier für eine Soße drauf, Milo? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, weiß ich gar nicht. Das ist heftig. Sag mal. Das ist echt heftig. Das ist ganz krass. Und vor allem von der Konsistenz, so ein bisschen, wie nennt man das? Geliert. Und pass mal auf, Leute. Jetzt essen wir den hier nochmal. Ja. Ich liebe alles mit Aubergine, kann ich direkt sagen. Jetzt frage ich mich, hier nimmt man hier einfach Snack so ein bisschen. Das stinkt gleich richtig aus dem Maul. Ja, dafür hast du ja Petersilie. Das Geile von diesem Tisch finde ich, Milo, egal wo ich essen war, ich habe nichts irgendwie in die Richtung, weder von der Optik noch vom Geschmack gehabt. Das ist komplett eigener Stil. Das zumindest von der Vollspeise anders. Salat. Nimm mal einfach den Löffel hier, wir haben ja noch mehr. Ja, wie bei meinem Vater. Ja? Ja. Cool. Ja, geil. Okay. Dann gehen wir in Runde 2, Leute. Okay, jetzt geht's hier weiter. Hast du hier ein Hähnchen? Das sind unsere Küken. Das sind unsere Küken mit Knochen. Es gibt einmal mit und einmal ohne. Küken mit Knochen? Ja, Juji Kebab. Ehrlich jetzt? Feierabend, ja, ja. Aber das ist kein Küken, oder? Nein, das ist ein kleines Hähnchen. Ich dachte echt. Das ist eine Lammhaxe. Boah, guck mal, die dicke Platte an, Mann. Schischlik, iranische Lammkoteletts. Ja. Hier hast du unseren Hackspieß, guck mal hier, Kubide. Mm, der ist auf beiden Seiten. Das ist unser Filet Kebab. Das ist Filet da unten? Das hier, einfach so ein kleines Ende, ja. Komm, schmeiß mal rein. Ja, schmeckt trotzdem wie Hack. Wie Hack? Aber geil, also schmeckt geil. Nein. Ich schwöre dir, geil. Alter, das ist heftig. Das schmeckt wie deutsche Frikadelle. Ich schwöre dir. Das ist Endlevel-Essen, hat keinen Plan. Nein, komm mal rein. Wie schmeckt das? Irgendwas erinnert mich das. Das ist Filet. Also für euch kurz der Vergleich. Wo ich letztens irakisch war, das war so ein bisschen körnig. Gefühlt, als hätten die da Reis reingemischt. Haben die nicht, aber so von Konsistenz, damit ihr wisst, was ich meine. Türkisch, denke ich, kennt jeder.
Das hier ist so. Das ist das zärteste von allen Hackspitzen, die ich bisher gegessen habe. Mhm. Sieht man mich? Ja. Sieht man mich? Gut. Mhm. Ja. Gib dir mal ein Lammkotelett. Okay. Da ist ein ganz spezielles Gewürz drauf. Safran, Bruder. Ist das Safran? Ja, auch viele andere Sachen, aber ja. Geschmack einzigartig. Zartheit, muss ich sagen, habe ich jetzt einmal beim Italiener und beim Griechen jeweils ein bisschen was Zärteres noch gehabt. Aber geschmacklich ist das auch wieder sehr einzigartig. Also Gesamtpaket, ein geiles Ding. Geiles Ding. Also bisher hast du mich überzeugt, Milo. Also Fazit bisher sehr eigen. Die Küche ist sehr eigen für sich. Von den Gewürzen, von der Präsentation, von generell der Umsetzung. Sehr fleischlastig, zart, heftig. Wie gesagt, das Einzige, was so ein bisschen rücksteht zu meiner Erfahrung, Lamm war nicht ganz so zart. Oh. Das ist nicht zart? Es ist doch, habe ich falsch gesagt. Es ist zart, aber ich habe jetzt gerade innerhalb von einer Woche zweimal Lamm gegessen, das verzehrt ab. So, mit Knochen. Was würdest du vorziehen, mit oder ohne Knochen? Beides geil. Aber mit ist auch was anderes, Mann. Ne? Das sind unsere Wings, weißt du? Das sind iranische Wings. Sehr, sehr hart gebräunt, schöne Kruste drin. Knackt richtig schön beim Essen. Guck mal hier nochmal einmal ohne Knochen. Okay, kurzes Fazit bisher zum Fleischteller. Es ist alles heftig. Eine Sache, die ein bisschen hinten ansteht, ist das Hähnchen. Das ist ein bisschen trocken so. Da macht man Zitrone rüber, sorry. Alles gut? Ich muss doch hier für alle Iraner weltweit stehen gerade, weißt du? Ja. Ey, Limonaka. Ist ein kleines Upgrade, aber muss ich beibleiben, weil immer für die Ehrlichkeit, das ist nicht ganz so stark, aber der Rest ist bisher heftig. Runde 3, Leute. Jetzt kommt Runde 3. Wir fangen an mit, okay. Immer den Bonus haben Sie wieder. Guck mal, das ist das... Würdest du mich füttern damit? Nein. Wieso nicht? Doch. Das ist das traditionellste, also so ein traditionelles iranisches Schmorgericht. Da sind 7 Kräuter oder weiß ich nicht, wie viele drin. Okay. Auf jeden Fall viele Kräuter. Was für Fleisch ist da? Lamm ist das, Lamm, ja? Lamm mit Bohnen und so, ne? Und das machst du dir auf deinen Reis. Das darfst du so nicht essen. Das musst du so mit Reis essen. Weißt du, was für ein Gericht ist, Milo? Wenn ich losgehe, Futur mache, keine Ahnung, türkisch Futur, sonst wo. Ich suche immer so einen Spot, wo ich mal was zeige, was das sonst niemand Reis zeigt. Ja, ja, das mit Reis. Okay, ich nehme hier mal mit Reis. Eigentlich hätte ich Butter noch mal machen müssen. Ich will das Fleisch auch. Also ja, so, also Reis und das Zeug drauf. Der Reis muss dein Löwenteil sein. Und das Zeug muss drauf. Sei ehrlich. Reis und Löwen. Ist sehr geil, auf jeden Fall sehr durchdringend, der Fleischgeschmack, Bohnen durchdringend mit Reis. Jeder, der es kennt, auch bei Kartoffeln, wenn du irgendwas kombinierst, das verändert zu 100% den Geschmack. Also ist überhaupt kein Vergleich. Da werde ich jetzt nochmal den Tipp nachgehen und einen Teller mit viel Reis, wenig hiervon. Ja, ja. So eine Gerichte suche ich, Leute. Wie heißt das hier? Rurme Sabzi. Rurme Sabzi. Ja. An alle Leute, die das nicht kennen, vielleicht auch an, sage ich mal, jetzt die deutsche Community, vor allem oder andere, bestellt euch auch mal sowas. Nicht immer die Klassiker. Ich sage euch wirklich, sowas ist geil. Das ist so bohnig, dass es mal den Gaumen was anderes spüren lassen. Ja, ja, das ist einfach mal seinen Horizont erweitern, meine Freunde. Guck mal, das ist ein Gericht mit Aubergine. Das ist eingelegte Limette für den Geschmack. Was? Fleisch. Das ist eingelegte Limette? Ich dachte, das wäre Hackballen. Nein, nein. Und das hier sind Chips. Viele zu Hause machen das auch mit frittierten, selbstgemachten Kartoffeln. Ja. Okay. Hast du mit Reis? Auch wieder rauf. Guck mal, das ist mein Lieblingsessen. Das ist ja cool. Wisst ihr, wieso das? Ich bin Gulasch-Experte. Gulasch könntest du auch essen, kann man auch mit Halal machen. Ja, voll. Und da, die Soße, sei ehrlich, ist so gulaschartig ein bisschen. Ja, ja, natürlich, das ist so. Sehr geil, weil das muss ich auch noch nehmen. Das ist geil, ne? Ja, ist wirklich. Yeah. Meine Favorites bisher sind das hier, das Bohnen-Ding und auch generell das Fleisch, außer halt das Hähnchen, was ich nicht so gefeiert habe. Der Biss ist auch heftig, weil ihr die Chips noch da drin habt. Jetzt kommt was ganz anderes. Süß-sauer, gemahlene Walnusskerne mit Granatapfelsauce. Das ist was Krasses. Komplett was anderes, ja? Jetzt kommt der hier. Oh, ich habe jetzt einfach mal von so einem Hähnchen so ein Stück gemacht. Kannst du noch mal ein Stück vom Hähnchen einfach nur abmachen? So, dass man sieht, wie zart das ist. Sehr schön. Das musst du probieren einmal. Okay, aber eine Frage noch, eine holle Frage an dich. Ne? Wenn du meine Schönheit 1 bis 10 bewerten würdest, 10 ist das Beste, was würdest du sagen? Stabile... Also, der 3 sollte schon werden. Das sind so Geschmacksexplosionen, weil du das nicht kennst im Alltag. Also, einmal noch mal zum Essen hier. Süß-sauer bringt es komplett auf den Punkt. Ich weiß nicht, ob du. Nimm die Granatapfelsirup dafür. Ja. Nimm Granatapfelsirup. Die Säure ist ein absolut geiler Gegenspieler. Passt 100% perfekt. Süß und sauer ist eine Kombi. Die Macht kommt nicht von ungefähr, das macht was in unserem Mund. Das ist einfach diese Explosion, die man schafft. Hat auch nicht jeder drauf. Und das hat es. Hat auch nicht jeder drauf, ne? Das hat es. Das ist ja Alltag.
in diesem Laden, weißt du? Geiles Hähnchen, zartes Hähnchen. Ja, wirklich, ich bin begeistert. Also dann geben wir in Runde 5, keine Ahnung, in welche Runde wir jetzt sind. 5, 6. Da bin ich mal gespannt. Doktor, unser Notar von der Seite kommt und probiert noch den Fisch. Ja. Ich werde jetzt mal ganz, ich sage mal barbarisch einfach jetzt so, ja, ja, weißt du, das macht mich gerade so an. Und? Ist mir zu lammig. Ein bisschen, ist jetzt nicht so intensiv. Aber die letzten Lammhaxen, die ich geschmeckt habe, die haben so ganz mild nur. Nicht diese stallige. Kann man essen. Aber ich habe wirklich den direkten Lammvergleich, Leute. Ich habe überall jetzt, ich schreibe das mal hier rein, wo ich überall schon Lammhaxe gegessen habe. Also das ist beinahe weltweit. Aber ist schon in Ordnung. Jetzt wirklich. Ist auch sehr dick, ne? Also kommt gut vom Knochen ab, ne? Guck mal hier. Das ist das Wichtigste. Michel? Das ist schon. Das ist effektiv. Das ist krass, ne? Vorne wirklich einzigartig. Also der Lammhack, also der Hackspieß ist auch ein Level, wirklich. Ich werde mal eins machen, zumindest den bewerten, weil ich habe ein Kebab-Ranking, also ein Hackspieß-Ranking. Ich würde vorsichtig eine 8-7 für den Hackspieß sagen, weil ich da immer niedrig stapel, aber der ist ganz stark. Warst du schon bei Kebabland in Köln? Das ist der einzige, den, wo ich auf Anhieb sagen würde, der ist noch besser. Der ist krass, ne? Der ist krass, ja. Warst du da, ja? Ja, schon öfter. Ich bin meistens da, wenn ich irgendwie privat Weil die aber auch diese Soße drauf haben, der kommt ohne Soße. Der kommt ohne Soße. Der kommt ohne Soße. Die Soße ist krass. Machst du aus einer 8-7 schon mal eine 9? Okay, Leute, Nachtisch kommt jetzt iranisches Eis. Iranisches Eis, noch eine Runde Nachtisch. Und einen schönen Tee, glaube ich, noch. Oha. Bin ich gespannt. Ich auch. So, hau mal rein, Milo. Was geht jetzt ab hier? Das ist so ein neutrales Eis, iranisches Eis, Vorlude. Dafür gibst du Sirupe, kann man so raufhauen. Ja. Wahlweise hast du einmal Zitrone oder du hast Kirsche. Das musst du gleich einmal ausprobieren und sagen, was du davon hältst. Das ist halt ein ganz anderer Film als das Eis, was du kennst. Aber das kommt man nicht hier, macht man nicht hier auch. Das hier ist wiederum iranisches traditionelles Eis, das mit Safran und Pistazie. Sehr lecker. Okay. Aber bei uns wird das oft so sehr hart serviert, dass du es dann selber so immer so kratzen kannst, weißt du? Okay. Das ist auch sehr hart jetzt, meinst du? Ja, so nach dem Motto, ja. Mhm. Also soll ich zuerst probieren? Probieren wir erstmal das, weil das nicht so. Es ist halt anders. Boah, das muss man echt kratzen, naja. Ah, so geht das. Oh, da kommen richtig Fäden rein. Guck mal, kannst du einmal zeigen, Günni? Warte. Oh, ich versuche alles, um Paulo dennoch zu retten. Aber das ist sehr, sehr krass. Iraner lieben das. Ja, mit Rosenwasser. Ja. Das ist geil. Ja, ist weißt was anderes. Weißt du, was ich befürchtet hatte? Ich dachte, das wird Zitrone und ich mag kein Zitroneis. Nein. Also vor euch vom Feeling, das ist echt so, als wenn da Nudeln drin. Also vom Mundgefühl. Schmeckt so, als wenn da Nudeln drin. Sehr, warte, ich mach die kleiner. Diese kleinen Fäden. Genau. Also mit Rosenwasser ist geil, vor allem schmeckt das frisch. Aber ne? Das schmeckt sogar gerade nach Zitrone, aber es geht das trotzdem klar. Das mag ich sehr, sehr gerne. Aha, mit Safran. Ja, auch wieder sehr special. Vor allem schmeckt das so, nicht wie ein Eis, was eine Sorte hat, sondern schmeckt wie drei Sorten gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Rosenwasser, Pistazie, Safran. Also im Kern würde ich sagen, ohne den Safran ist es ein Vanilleeis und mit Safran verfeinert. Eine Erfahrung wert. Das ist gut. Also nochmal für euch, Leute, persische Süßspeise aus stärkehaltigen, dünnen Nudeln und einem so B-artigen Sirup. Da sind wirklich Nudeln drin. Krass. So, und dann gibt es noch einen iranischen Tanz, den würde ich jetzt auch gerne zeigen. Ich wollte den Chef nochmal was fragen. Also erstmal sehr, sehr heftig. Sehr, sehr heftiges Essen gewesen. Sehr, sehr heftig, sehr stark. Würde dich das Video bestimmt freuen. Ich habe noch eine Frage. Ich komme wegen meinem Mikro mal immer näher. Ne? Die Hähnchenflügel, ne? Habt ihr die Haut vorher abgezogen? Vorher werden die Haut abgezogen. Die Haut wird abgezogen. Habe ich mich gefragt, weil erst habe ich nicht gecheckt, sind das Hähnchenflügel, aber da war die Haut ab. Irgendwas wollen wir noch fragen. Kaschmir-Bolle-Jumbo, das ist ja viel hastig. Das ist Molke. Molke. Molke? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Molke ist das. Mit gebratener Minze und geröstete Zwiebeln. Danke, Chef. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Wir werden noch unseren Tee hier genießen und dann machen wir uns langsam aus dem Staub. Mach mal nochmal die Ansage, Milo. Was hast du zu den Schwarztee? Wenn das der beste Schwarztee ist, den du je getrunken hast, musst du so aufrichtig sein und das sagen. Wenn das der beste Schwarztee ist, den ich je getrunken habe, spende ich für einen Kommentar, dass ihr reinschreibt mit Hashtag Schwarztee spende ich 250 Euro. Komm. Ja, und ich wähle einen aus, pinne ich an. Mit Zucker? Mit Zucker, ja. Ich hau beide rein. Milo spendet seine Uhr, hat er eben noch gesagt, außerhalb der Kamera. Wie viele Raketen kostet die, Milo? Wie viel?
Schmeckt er, ja. Auf uns, mein Lieber. Auf uns. Also eins muss ich schon mal sagen, es ist so, wie du gesagt hast, viele machen den zu lang, dann wird er zu bitter. Gar nicht so. Sehr aromatisch im Nachgang. Das ist Tee. Blumig. Das nennt man richtig blumig. Tee. Blumig im Nachgang. Das ist ein richtiger Tee-Choye, Baba. Oh, ich weiß nicht, das ist zu schwer. Besser zu sagen, das muss das so jetzt direkt, oh, wo ich gleich sage, okay, oh, ja, 100%. Ja, das ist noch ein bisschen heiß, Zimmer. Es könnte, ich kann es jetzt nicht 100% sagen, ist okay, es könnte der Beste sein, aber euch zuliebe gibt es 250 in den Kommentaren Amazon-Gutschein. Hashtag geht beim Iraner essen. Hashtag Tee, Schwarzi, hier essen gehen. Jetzt ein Kanal, wo ich sage, geht darauf, das ist Milos Kanal, bringt nichts. Ne? Weil, Nein, was? Ihr kennt mich doch alle und ich kenne euch. Ja, auf jeden Fall, Milo, trotzdem in der Beschreibung werde ich irgendwas reinhauen. Ich danke dir vielmals. Ja, Mann, sehr lieb. Ich packe auf jeden Fall noch mal 2 Chabos-Anzüge auf die 250 € Person drauf. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Kriegt ihr alles zusammen als Paket? Ja, und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Haut gerne Daumen oben rein, Kommentar. Wie gesagt, 250 Tacken und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Auch oder auf Schauen.